Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider, hier in der Rolle von Lara Croft. Dieses Mal in den Heizungsschächten auf dem Wege zum manuellen Funkturm. Ach du Scheiße. Das war sehr heiß. Heißer als Lara, definitiv. Oh mein Gott. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Ich hoffe es. Ja, ihr wisst ja, dass wir bei einem automatischen Funkturm waren, der aber defekt war. Okay, da ist ein Schacht. Tritt ihn weg. Komm schon. Oh mein Gott. Und kalt ist es hier auch. Was geht hier bitte ab? Das sieht ja so aus, als ob hier irgendwie Krieg gewesen ist. Ihr wisst ja, dass das hier Bunker vom Zweiten Weltkrieg gewesen sind hier. Aber, dass das hier noch so alles aufgebaut ist, das hätte ich nicht gedacht. Und wir könnten wieder Besuch bekommen. Ich sollte vorsichtig sein. Ein LKW. Wunderschöner Brückenausblick. Sehr schön. Und was ist hier? Ach ja, hier kann ich selbstverständlich skillen. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Das frage ich mich gerade auch. Überlebungs-Upgrades. Ich kann natürlich hier mega viel machen. Und wenn ich ehrlich bin, werde ich mehr wohl auf tierische Instinkte, was kann ich noch machen? Pfeile wiederfinden, Plünderung und so weiter und so fort. Ich kann hier natürlich mega viel hier skillen. Kämpfer-Upgrades, aggressive, schmutzige Tricks, Ausweichkonter und so weiter und so fort. Oh, Backe. Pistolenexperte, ja gut, Ega-Updates, mache ich doch gleich. So, was kann ich denn hier so skillen? Munitionskapazität, ja, bräuchte ich mehr. Erhöht die Gesamtmunitionsmenge, die sie für ihre Waffen mitführen können. Danke. Okay, was habe ich noch? Erfahrener Mörder, schalten sie ihre Feinde mit Fitnesse aus. Was? Fiendnisse aus, okay, Fiendnisse aus, um größere Belohnung zu erhalten. Nein, bräuchte ich nicht so. Okay, Rang 3 Spezialist abgehärtet. Und pipapo, sind sie konzentriert, haben sie mehr Zeit, um mit ihrem Bogen zu zielen. Oh ja, das würde ich auch mal gerne machen. Fehlt mir manchmal auch, muss ich mal einfach zugeben hier. Ganz offen. Und jetzt machen wir noch die Kämpfer-Upgrades, die ich ehrlich gesagt auch irgendwie als wichtig erachte. Schmerztoleranz, halten sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Ja, selbstverständlich. Sie können mehr Schaden einstecken, bevor sie sterben. Dankeschön, ihr kennt das. Das ist ja ein typisches Skillsystem, was bestimmt viele von euch kennen. Oh Mann. Meistern Sie 3 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Dankeschön. Okay, jetzt wieder raus. Ausrüstung, können wir irgendwas machen hier? Können wir auch nochmal gucken. Bogen-Upgrades. Wie geil ist das denn bitte? Verstärkte Wurfarme. Gewickelte Sehne. Gut, ich glaube, das könnte ich sogar machen. Komm. Tada, verstärkte Wurfarme. Finde ich eigentlich ganz cool. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Zack, mache ich auch noch. Kostet natürlich alles Bergungsgut, was ich ja eigentlich auch alles bekommen habe. Irgendwie ganz praktisch alles. So, was habe ich noch? Salvenmodus. Gewährt einen Feuermodus mit 3 Schusssalven. Okay, nicht unbedingt nötig. Ein größeres Magazin, das 10 Kugeln fasst. Gut, mache ich auch noch. Tada, erweitertes Magazin. Belüfteter Schlitten, eine Rückstoßkompensierung, die die Präzision und den Schaden erhöht. Okay, mache ich auch noch. Okay, jetzt habe ich noch 50 Bergungsgut und das behalten wir noch. Heiliger Bimbam. Richtig viel eigentlich, was wir bisher freigeschaltet haben, oder? Okay, jetzt nichts wie raus. Ja, das mit dem Skillen, das hat einfach noch gefehlt. Komm, wir holen uns noch Feuer. Nee, geht ja gar nicht, habe ich voll vergessen.
Okay. Ich muss, glaube ich, wieder balancieren. Ach du Scheiße. Gletscher. Sieht irgendwie aus wie die Himalaya-Gebirge von Far Cry. Ach du Scheiße. Nein. Der Bursche wollte es wissen und wir kriegen Besuch. Verdammt. Wie viele sind es? Das frage ich mich auch. Das war Nummer 1. Alter, wie viel Druck dieser Bogen hat. Okay, da ist der nächste oben, wenn es geht. Komm schon. Ich habe ihn getroffen. Ich hoffe, er ist tot. Oder? Yep, der ist tot. Oh Mann. Das geht hier ab. Da kriegen wir wieder Besuch. Der Bursche will's wissen. Friss meinen Bogen, mein Freund. Oder Feind. Verrecke. Ich glaube, da ist noch einer. Bin mir aber nicht sicher. Das sieht aus wie so ein Bunker da hinten. Und glücklicherweise haben wir gut geskillt. Ich glaube, das wird hier natürlich schwieriger. Schwieriger, schwieriger, schwieriger. Oben sind keine Schützen zum Glück. Weil ich könnte meinen, da wären Schützen, aber wahnsinnig. Ah, da ist man Gott dankbar dafür. So, Bergungsgut weiter hier. Ich muss weiter transferieren. Wir brauchen immer mehr. Ihr habt das ja selber gesehen. Oh shit, da schießen welche. Nächster. Da hinten ist auch noch einer. Ach du Scheiße. Okay, versuch's mal. Alter. Kommt ja noch einer. Verrecke. Das war ja mal nicht schlecht. Dass sie hier so runterrutschen. Normalerweise würde ich das ja nicht machen, wenn ich da oben bin und mich verschanze. Das ist ja voll schlecht eigentlich, wenn du so frontal runterspringst. Oh mein Gott. Okay, ich nehm's zurück. Ach du Scheiße. Nix da. Ach du Scheiße. Feuer. Shit. Gott. Die haben uns jetzt nicht kritisch getroffen. Zum Glück. Was geht hier bitte ab? Wie könnt ihr sowas einer Studentin tun? Zu der Zeit von Lara wisst ihr ja, dass Lara eine Studentin war. Das ist nämlich eine Art Reboot-Geschichte. Nächster. Du auch nochmal. Nimm das. Shit, nicht getroffen. Er ist ausgewichen. Stirb. Du auch nochmal. Nochmal. Komm schon, zeig dich. Shit. Gott, ich muss treffen. Anstrengend. Ein bisschen anstrengend. Ganz alleine so. Finde ich ja ganz schön übel. Aber ich muss zugeben, Frauen halten viel mehr Stress aus als Männer, habe ich das dumpfe Gefühl. Klar sind sie leichter zerbrechlich und so, ein bisschen emotionaler in vielen bestimmten Themen, aber ich finde, Frauen sind echt stark. Viel stärker als Männer, wenn ich das so sagen darf. Noch mehr Bergungsgut. Alles immer mitnehmen. Und schön skillen hier. Ich hätte genauso gut auf die Fässer hier schießen können. Habe ich aber nicht gemacht mit der Pistole. Das wäre richtig gut gewesen. Was gibt's denn hier so? 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel
und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Das wahre Geheimnis. Messias ist ein wahrhaft böser Mensch. Wie beiläufig er über Gewalt und das Töten spricht, das ist verrückt. Oh ja. Wir wissen jetzt natürlich, dass Messias, dieser sogenannte Lehrer in Anführungszeichen, ein Böser ist, der auf das Töten Unschuldiger abgesehen hat. Und das natürlich zur Eigenmacht von ihm. Und ich habe das dumpfe Gefühl, er ist echt Russe, dieser Messias. Ich glaube, ich gehe hier richtig, oder? Shit, wir kriegen Besuch. Stirb! Hohohoho, den haben wir richtig gut getroffen. Hier, nimm das, du Schokoladenspasti. Wo ist der? Ach du Scheiße, die kommen hier sogar hoch. Oh Gott. Da ist ja noch einer. Nein. Oh Gott. Oh nein. Shit. Verbrenne hier. Gott, nein. Ich muss die treffen, ich muss die treffen. Ich kann auch nicht schießen, wenn die einfach im Leeren stehen. Shit. Gott. Ausweichmanöver. Ich brauche wieder einen, den ich treffen muss. Wo ist er? Wo ist sie? Shit, da ist er. Okay, ich habe ihn getroffen. Molotow-Cocktails. Mehr haben sie nicht drauf, diese Penner. Ich bin eine Lady. Wie könnt ihr sowas tun? Eigentlich will ja Lara gar nicht diese Männer hier umbringen, aber sie ist verpflichtet. Das hat sie ja schon gesagt. Ein bisschen mies, sehr mies. Aus dem Weg! Sie gehören mir! Oh oh. Konzentration. Du schaffst das. Shit. Nimm die Pistole raus. Shit. Gott. Okay, das wird schwierig. Sehr schwierig. Moment mal, ich habe eine Idee. Was ist mit dem Kanister hier? Mit dem Fass? Einmal ausweichen? Shit. Shit, das bringt nichts. Oh Mist. Ja, noch das hat mir gefehlt. Komm schon. Wie soll ich die Person hier bitte treffen, Mann? Er hat doch nicht alle Tasten im Schrank. Dieser blöde Tank hier. Ja, ich hab's getan. Ausweichen und angreifen, ja? Geschafft. Ach du Scheiße. Da kommen sie. Da freuen sie sich. War's das? Waffenteile verbessern ihre Waffen erheblich. Durchsuchen und sie bergen's. Gut Behälter und finden sie noch mehr Teile. Dankeschön, mache ich jetzt schon alles. Alles schön begutachten, ihr kennt das doch. Aber heftig, wir haben auch nicht mehr so viel Munition, leider. Leider, leider, leider. Ich muss eher den Bogen benutzen, das ist ein bisschen mehr von Vorteilen. Ich glaube, wir müssen erstmal in diesen Raum. Munition! Oh, der Spind klemmt, okay. Und? Irgendwas Cooles? Bergungsgut. Mehr nicht. Ist ja nichts Neues, oder? Hier ist auch nichts. Heiliger Bimbam. Hier vielleicht. Nee, ich dachte, das wäre so eine Schachtel, die ich öffnen kann. Das auf dem Tisch. Ich glaube, ich habe zu viel Skyrim gespielt. Oder zu wenig. Da hinten sehe ich noch eine Truhe.
Wieder Bergungsgut. Das Wichtigste hier, glaube ich, im Spiel, oder? Das erste Mal, dass ich jetzt wirklich so farmen würde. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dankeschön. Das kann ich alles gebrauchen. Heiliger. Okay, das ist nämlich der manuelle Funkturm, wo ich hochgehen muss. Was ja an sich schon gut bewacht worden ist hier, oder? Die Freunde hier sollten es wirklich wissen. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Messias hat angefangen, Hinweise darauf zu entdecken, was es mit diesem Ort wirklich auf sich hat. Was war sein Plan? Ich würde sagen, Eigenmacht. Eine Art Gottheit zu spielen. Ist ja meistens so. Und dieser Messias, dieser Verfluchte. Wo muss ich jetzt lang? Muss ich etwa hier runter? Nein, von hier sind wir ja gekommen, also geht's nicht. Ich muss, glaube ich, etwa hier runter? Glaube ich nicht. Vielleicht hier über das Seil. Oh, ich verstehe. Oh, das geht ziemlich schnell für die Verhältnisse. Warum haben Sie den Turm nicht für einen Hilferuf benutzt? Na, das will ich mich auch mal fragen. Oh Gott. Jetzt sind wir wieder zurück. Das wollte ich aber nicht. So, wie lasse ich mich jetzt fallen? Ah, ich verstehe. Easy. Oh mein Gott. Die Himalaya-Gebirge. Okay, los geht's. Heiliger. Das geht ziemlich weit nach oben und das erinnert mich so an Metal Gear Solid 3. Wenn man Richtung The End oder beziehungsweise... Ach du Scheiße. Shit. Langsam, langsam, langsam. Es ist keine Zeit mehr zu reden. Das ist hier ziemlich marode, muss man mal sagen. Korrosion vom Feinsten. An der Leiter, überall. Das ist ja Hammer. Sehr viel Rost. Sehr zerbrechlich. Haben wir ja gerade gesehen. Also ich hätte übertrieben Höhenangst. Sehr krass Höhenangst, also. Das ist heftig. Respekt, Mann, Respekt. Alter. Klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Sender einstellen.
Ich hoffe, wir können's. Ich bin die ganze Zeit schon am Probieren, wie ihr sehen könnt. Fühlen Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin.